Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Mami-Blog-Video. Es wird heiß und das Eis ist doch das Beste, was wir uns geben können, oder? Viel besser als gekauftes Eis ist aber selbstgemachtes, denn das geht schnell, ist genauso lecker und kann trotzdem noch gesund sein. Und verbunden mit so ein paar richtig coolen Eishacks wird das hier bestimmt eines der erfrischendsten Videos, das ihr seit langem gesehen habt. Los geht's, ganz viel Spaß beim Zuschauen und beim Ideen abholen. Ich fange direkt an mit einem so easy Trick, den ich ganz neu für uns entdeckt habe. Gefrorene Früchte, die wirklich durchgefroren sind, lassen sich gut reiben und das, was hier rauskommt, schmeckt so lecker. Das ist so eine richtig schön eisige Fruchtbombe in Slushy-Konsistenz. Also angefangen haben wir mit Wassermelone. Dafür friert man größere Stücke der Wassermelone einfach ein. Achtet nur darauf, wenn ihr das macht, dass ihr da Backpapier dazwischen legt. Sonst kleben die sehr gerne so fest zusammen, dass man sie erstmal wieder antauen lassen muss. Und diese steinharten Stücke lassen sich jetzt ganz einfach zum Fruchtslushy reiben. Schmeckt mega erfrischend und ist auch süß genug. Also wer es mag, kann auch nochmal mit Honig nachsüßen. Ist aber nicht erforderlich. Also richtig, richtig gut. Und dann haben wir das mit Nektarinen ausprobiert. Auch das hat gut geklappt und war lecker. Hier kann man jetzt die ganzen Nektarinen einfach ins Gefrierfach packen und dann im Ganzen reiben. Aber am besten, das war so lecker, war die Honigmelone. Der süße Honigmelonengeschmack kommt in dieser geriebenen Eisform so mega gut raus. Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich auch niemals denken, dass das jetzt einfach nur gefrorene Honigmelone war. Probiert das unbedingt mal aus. Also wir haben nur die drei ausprobiert. Weil es aber bei allen so gut geklappt hat, kann ich mir vorstellen, dass das bei sehr vielen anderen Lieblingsfrüchten ganz genauso gut funktioniert. Als nächstes kommt ein Eis, das ich mir gut für Babys vorstellen kann, die schon Brei bekommen und die Zahnen. Also wenn man hier Brei einfriert, sorgt das beim Lutschen für so eine ganz tolle Kühlung, ohne dabei allzu kalt zu sein, weil dieser Brei hier schnell schmilzt und im Mund schön kühl zergeht. Dafür könnt ihr beispielsweise solche Gummibärchenformen zweckentfremden. Gibt es übrigens auch im Mami-Workshop. Ich finde die sehr praktisch. Gesunde Gummibärchen sind damit halt fix gemacht, aber sie lassen sich eben auch als Eisform nutzen. Mein am liebsten verfütterter Babybrei war ja früher immer die Mischung aus Avocado und Banane. Und das ist so eine gut schmeckende Power- und Energiebombe, die einfach so schnell gemacht ist, weil man hierfür nur Avocado und Banane in den Mixer schmeißt und dann eben einen sehr gesunden Babybrei hat. Haben meine Kinder geliebt und lieben übrigens heute Avocados auch immer noch gerne. So, jetzt kommt ein kleiner Anti-Verschwendungs-Hack, den ich cool finde. Also es gibt zwar solche leeren Eisformtüten natürlich auch im Drogeriemarkt beispielsweise zu kaufen, aber wenn man mal eine Packung solcher Wassereise gekauft hat, kann man die Tütchen auch ausspülen und direkt wieder befüllen. Denn schaut mal, wie toll das hier funktioniert. Ihr braucht dazu ein Glätteisen, wer das nicht zu Hause hat, braucht der Tipp nicht zu interessieren, aber das funktioniert. Einmal nur dran gehalten und schon ist die Verpackung wie neu zugeschweißt. Guck mal, wie dicht das hält. Und was hier auch richtig gut gelungen war, war der Geschmack des selbstgemachten Wassereises. Deshalb die Idee direkt mal hinterher. Also wir haben dafür nur Himbeeren und Bananen gemixt und so ein bisschen Wasser dazu gegeben. Die Banane sorgt hier für die nötige Süße. Himbeeren an sich schmecken ja sehr sauer. Und mit dem Wasser verdünnt man, sodass die Konsistenz stark an ein reines Wassereis erinnert. Und fertig ist ein sehr gesundes und sehr leckeres Wassereis, das sich für weniger oder mehr Eisappetit und auf die Kindergröße bezogen mit einem Haarglätt-Trick auch noch perfekt portionieren lässt. Und wer unsere Thermohüllen hat zum Beispiel, kann sie auch wunderbar mitnehmen. Ich habe das schon mal in einer Thermosflasche gezeigt, das geht auch. Aber wer die Thermohüllen hat, das ist noch besser. Wir hatten sie darin jetzt im Test 4 Stunden draußen liegen gelassen und sie waren immer noch fest. Und wo wir gerade bei den Thermohüllen sind, ihr habt uns nach der Vorstellung der Thermohüllen in einem der letzten Videos sowas von überrannt, dass die innerhalb weniger Stunden ausverkauft waren. Wir haben jetzt aber aufgestockt und die sind wieder erhältlich. Ich habe sie mir ursprünglich für den Shop gewünscht, weil ich sie für die Brotdosen im Sommer haben wollte. Also bei wärmeren Temperaturen sind ja die Brotdosen in der Schule oder im Kindergarten, zumindest später in der zweiten Essenspause dann, meist nicht mehr wirklich so appetitlich. Und ich hatte mir in den vergangenen Jahren auch immer, gerade bei Milchprodukten wie Milchreis, Käse oder Quark, so ein paar Gedanken gemacht, was ich stattdessen im Sommer mitgebe. Kitas und Schulen sowieso nicht, haben meistens ja keinen Kühlschrank, in den die Brotdose dann wandern. So, und das ist der eigentliche Sinn hinter unserem neuen Brotdosen-Accessoire-Sortiment, aber eben auch für Sommerausflüge. Ein sehr praktisches Gimmick, wie ich feststellen musste. So, ich wollte aber für den Sommer auch mal so richtig praktische, mehrwertige Formen haben, die sowohl zum Einfrieren als auch für den Backofen geeignet sind, aus denen sich alles sehr leicht lösen lässt und die natürlich geschirrspültauglich sind. Und auch sowas haben wir jetzt im Mami-Blog-Shop. Das ist das Ergebnis meiner Auswahl. Relativ viele Varianten, denn die machen jetzt aus fast allem, was man selber machen kann, eine kinderleichte Snack-Idee. Für die Brotdose kann man jetzt so ganz einfach den gesunden Müsli-Teig oder Brötchenteig zu Donuts backen. Und einige passen sogar von der Größe hier in mein Airfryer-Fach. Echt perfekt. So, und die Donuts beispielsweise finde ich super cool. Hier drin kann man cremiges Eis einfrieren. Ja, ich habe hier gerade im Video Wassereis drin eingefroren, das war jetzt nicht so schlau. Das sollte man ja lutschen können. Aber ich glaube, ihr könnt euch das jetzt auch mit cremigem Eis vorstellen. Ich garniere Eis übrigens immer super gerne hiermit, wo man es gerade sieht.
Finde ich auch gut zu wissen, weil es praktisch ist. Also gießt man diese flüssige Schokolade hier übers Eis, wird die in 0, nichts fest und knackig. Ich glaube, man kann es ganz gut sehen. So, und jetzt kommt nochmal eine sehr gelungene und gesunde Wassereis-Idee, diesmal auch in der richtigen Eisform. Ich sage übrigens bewusst Wassereis-Idee und nicht Wassereis-Rezept, weil man wirklich bei allem hier abschätzen kann und die Zutaten, ohne jetzt irgendwas wiegen zu müssen, zusammengeben kann. Also Rezept klingt immer gleich so aufwendig. Aber einfache Kokosmilch in Verbindung mit Limettensaft oder geriebener Limettenschale und so ein bisschen Süße wie Ahornsirup zum Beispiel, schmeckt unglaublich interessant. Ob das jetzt jeden Kindergeschmack trifft, bezweifle ich so ein bisschen, aber ich glaube, viele Erwachsene, die Kokos gerne mögen, finden dieses Eis super lecker. Von super lecker zu super süß. Jetzt kommt eigentlich weniger ein Eistrick, aber zumindest erinnert die Idee an ein Eis am Stiel. Und wenn sie eiskalt aus dem Kühlschrank kommt, sind auch die lecker und erfrischend. Also die Kinder haben sich so gefreut. Und hört mal, wie es knackt. Und sie sind schnell gemacht. Der einzige Aufwand ist es eigentlich, Kuvertüre zu schmelzen. Hier gibt es aber auch Kuvertüre in Tüten, die man nur ins Wasserbad stellt und dann die Bananen direkt da eintunken kann. Hätte ich mal besser gemacht. Beim nächsten Mal weiß ich es besser. Dann halbiert man auf jeden Fall nur die Bananen, steckt einen Eistee rein, tunkt in oder bestreicht mit Kuvertüre und legt sie dann auf so ein Stück Backpapier. Und jetzt kann garniert werden. Wir haben mit gehackten Nüssen bestreut, mit gefriergetrockneten Himbeeren, mit Oblatenkonfetti, Zuckeraugen und gehackten Pistazien. Ich denke, hier glaubt man, wie schnell dieser Snack weg war. Dann kommen noch drei coole Eiswürfeltricks im Schnelldurchlauf. Wer keine Eiswürfelform hat oder keine mehr übrig hat, weil die anderen schon besetzt sind, kann wissen, dass man sie auch in einer leeren Toffifee-Packung ganz praktisch hinbekommt. Nur Wasser reinschütten, Verpackung zuschieben und ab in den Gefrierschrank. Ich kann mir auch Eisbonbons da drin eigentlich ganz gut vorstellen. Könnte man auch machen. Quascheis bekommt man auch mit einem ganz einfachen Trick in größeren Mengen hin. Füllt dafür einen Gefrierbeutel mit Wasser auf. Je voller man das macht, desto dicker wird natürlich die Schicht. Deshalb ruhig ein bisschen weniger voll. Einfrieren und dann mit irgendwas Hartem so ein paar Mal draufschlagen. Ist doch super zu wissen. Und diese hübschen Eiswürfel finde ich auch sehr originell in einem eiskalten Getränk. Limettenscheiben eignen sich auch einfach so eingefroren als toller Eiswürfelersatz, der das Getränk nicht verwässert. Aber in der Eiswürfelform, so ein bisschen aufgefüllt mit Wasser, schwimmen sie dann auf der Oberfläche und kühlen noch ein bisschen länger. Und zum Schluss kommt noch eine letzte leckere Wassereisidee, die hier auch sehr gut ankam. Ein Joghurt-Mango-Eis. Auch hier wieder alles nur abschätzen. Gebt reife Mango in den Mixer, kippt ein bisschen Joghurt dazu, wieder mit ein bisschen Ahornsirup oder was ähnlichem süßen und für die Frische noch ein bisschen Limettensaft dazugeben. Ab damit in die Eisform und dann kann auch diese gesunde Erfrischung vernascht werden. Das war's, ihr Lieben. Wir sehen uns hoffentlich nächsten Sonntag zu einem neuen Video hier wieder. Dann wieder ab 7:30 Uhr online. Ich sag Tschüss und bis bald.